Hallo, ich bin Anke. Hallo, und ich bin der Andreas. Wir zwei wohnen in einer holländischen Turmwindmühle. Und wir zeigen euch jetzt, wie man in so einer Mühle wohnt. Kommt mit. Komm. Komm, schnell. Kotti. Kotti. Los, komm. Na, schnell. Die Mühle ist 1883 erbaut, also das ist schon ein Stück Geschichte. Bei uns fällt man mit der Tür ins Haus und ja, hier beginnt für uns der Tag. Ne? Was hier früher mal drin war, das wissen wir nicht so genau, aber wir haben noch so ein bisschen alte Technik hier. Das Transmissionsrad, das ist so mein Schatz, unser alter Bremsbalken. Wir brauchten auch Licht. Ich fand es zu langweilig, eine normale Lampe hinzuhängen. Darf man nicht sagen, wahrscheinlich. Eine normale Lampe hinzuhängen. Und da bin ich mit einem Freund losgezogen auf den Flohmarkt und wir haben geguckt. Wir hatten keine Idee. Wir haben uns Ideen gesucht auf dem Flohmarkt und wir haben gefunden diese zwei alten Kükenlampen, die man früher in Kuhställe oder Kükenställe gehängt hat, damit die Tiere nicht kalt werden. Und haben im Baumarkt alte Kabel gekauft und eine alte Wäscheleine und haben dann eine Lampe gebastelt, ein Unikat. Würde ich sagen. Oben aufgehängt mit Schraubzwingen. Bis jetzt ist er oben geblieben. Ich bin sehr stolz drauf. Mein Schuhregal, das ist in unsere Transmission verbaut. Warum? Also wir haben einen Hund und als der klein war, hat er mit Vorliebe meine Schuhe gefressen. Also Schuhe, auf die ich Wert lege, stelle ich jetzt immer hier oben ins Schuhregal. Und das Schild, was hier drüben hängt, das gibt es nicht ohne Grund. Ja. Die Mühle ist ja erbaut als Windmühle und ist quasi mit Wind betrieben worden. Da kam natürlich die Kraft, die auf den Mehlstein wirkte, von außen, von den Ruten. Später hat man umgebaut auf Diesel und dann Elektromotor. Oben drüber ist der Mühlstein, der sich dann sozusagen durch die Antriebskraft gedreht hat. Wir sind jetzt in unserem Schlafzimmer angekommen. Im Schlafzimmer kann man spektakuläre Mühlentechnik bewundern. Das ist der Mühlstein. Bei uns ist der Mühlstein heute natürlich nicht mehr da, um zu mahlen. Üblicherweise steht hier sehr dekorativ meine Bügelwäsche. Also wir nehmen den tatsächlich als Ablage und als Katzenfutterplatz, denn der Hund hat gelernt, alles was hier oben steht, darf er nicht fressen. Wir sind hier in Krostitz. In Krostitz gibt es 5 Kilometer Luftlinie von hier entfernt eine Brauerei. Die war unser Hauptauftraggeber, also nicht unser, ich bin ja so alt noch nicht wie die Brauerei, 1516 deutsches Reinheitsgebot, unsere Mühle 1883. Aber diese Mühle hat in ihrem Leben nie Mehl gemahlen, sondern immer nur Gerste geschrotet für die hiesige Brauerei, damit wir alle ein leckeres Bier trinken können. Wie ihr seht, es ist eine runde Mühle, also genauer gesagt, es ist keine runde Mühle, sondern es ist ein 17-Eck. Was das Stellen der Möbel ein wenig schwierig macht, könnt ihr sehen. Wir haben es sogar geschafft, große Schränke hinzustellen. Da die Mühle aber ja nicht nur rund, sondern auch konisch ist, stehen sie unten relativ weit weg von der Wand und oben dafür nah dran. Die Besonderheit ist tatsächlich, hier hat sich ein Tischler mal richtig, richtig Mühe gemacht und hat das in den Mühlenturm eingepasst. Wir haben ja unten viel mehr Fläche als oben. Ihr werdet es dann auch noch sehen, wir gehen ja noch ein bisschen höher. Und das ist schon sehr speziell, weil wir dieses Regal tatsächlich auch nirgendwo anders hinstellen können. Es hat eben hier seinen Platz und das ist ein wunderschöner. So, wir verlassen das Schlafzimmer und kommen jetzt zur ersten richtigen Tür im Haus, die wir zumachen, wenn wir nicht unnötig Heizkosten verschwenden wollen, weil es ist nach 8 Metern ungefähr die erste Tür, die Wärme, die aufsteigen wird, bremst. Mein Reich. Das ist mein Bastelreich, das ist mein Zimmer, das war meine Bedingung. Ich wollte unbedingt Platz haben für meinen ganzen Bastelkrimskrams und habe eigentlich, also nicht eigentlich, ich habe den schönsten Raum der Mühle im Wesentlichen für mich alleine.
Die Roomtour. Als wir hier eingezogen sind, haben wir hier oben drin tatsächlich unser Bett stehen gehabt und wir haben hier drin geschlafen. Wir sind ausgezogen unter anderem, weil es zu laut war. Weil immer dann, wenn wirklich Wind ist und Wind auf den Routen draufsteht, kann man hier nicht mehr schlafen, weil es wirklich laut ist. Damit so eine Mühle und die Flügel draußen nicht einfach unkontrolliert loslaufen, muss die Mühle und das Kamerad natürlich auch gebremst sein. Und das Bremsen macht dieser Balken hier, der nicht einfach nur ein Balken ist, sondern die Bremse bedient. Und wenn ich hier an diesem Strick ziehe, dann löse ich die Bremse, die um das Kamerad rumgeht. Und jetzt ist das Kamerad frei und wenn Wind käme, könnten sich die Flügel draußen drehen. So, letzte Etage. Wie sind wir eigentlich zu dieser Mühle gekommen? Das ist vielleicht noch eine schöne Geschichte. Wir waren eigentlich relativ frisch zusammengekommen und auch gut zufrieden zusammengezogen, hatten eine schöne Wohnung in Leipzig in der Innenstadt, war soweit alles okay. Und dann kam ein lauer August-Sommerabend im Jahr 2018, anderthalb Flaschen Roséwein und ein Laptop. Und am nächsten Morgen habe ich dann beim Frühstückskaffee meiner Frau gesagt, ich habe durch Zufall gestern eine Mühle gefunden im Internet, die ist sehr schön. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, na gut, wir gucken uns das Ding auf jeden Fall an, weil wir ärgern uns schwarz, wenn wir das nicht machen. Und es war tatsächlich so, wir sind durch diese große Stahlflügeltür gelaufen und hatten beide unabhängig voneinander das Gefühl, wir sind zu Hause angekommen. Und ich war irgendwann ziemlich schnell hier oben in dem Raum, der war ja damals leer, und habe mich hier auf die Welle gesetzt und es war so ein und habe mich total geborgen gefühlt. Und damit war klar, das ist mein neues Zuhause. Jetzt seht ihr mal alles von außen, unsere Mühle, und zu unserer Mühle gehört ein Anbau. Wenn wir mal keine Treppen mehr steigen können, können wir hier hinten ganz bequem ebenerdig wohnen. Das sichert mir, dass ich hier ganz, ganz lange bleiben kann. Der Anbau ist konzipiert als Niedrigenergiehaus. Wir haben ihn nicht selbst gebaut, sondern wir haben ihn vom Vorbesitzer erworben. Der hat den bauen lassen. Niedrigenergiehaus heißt, es ist quasi eine Stahlkonstruktion, die aussieht wie ein umgekipptes Schiff, die von oben bedeckt ist mit einem Gründach. Das Gründach endet in einem Erdwall und zwischen der Erde und dem eingebauten Haus befindet sich eine Luftschicht, die dafür sorgen soll, dass das Haus isoliert ist, dass das Raumklima ein sehr schönes ist und dass es im Sommer eben nicht zu warm und im Winter nicht zu kalt wird. Der Denkmalschutz wollte, dass die Sichtachse der Mühle immer so aussieht wie vor 140 Jahren, also geschützt ist. Deswegen musste auch dieses Gründach sein, weil wenn man von der Straße guckt, sieht man eben keinen Anbau, sondern man sieht eigentlich einen Erdhügel. Und das ist jetzt so unser absolutes Luxusgut. Der Badezuber ist unser Kompromiss zwischen Sauna und Nicht-Sauna. Was ich besonders schön fand dieses Jahr, wir haben den Jahresanfang eingeläutet in dem Zuber. Wir haben Silvester hier gefeiert mit einem Glas Sekt, zu zweit in der Hand, haben angestoßen zum Jahreswechsel und haben uns das Feuerwerk der beiden Dörfer angeguckt, die hier regelmäßig um die Wette böllern. Es war sehr schön, es war sehr romantisch, es war ein echtes Highlight. Das war die Roomtour durch unsere Turmwindmühle. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch weitere spannende Wohnungen kennenlernen wollt, dann klickt einfach hier. Tschüss. Tschüss.
Gut.